war schon eine große Freude. Ich glaube, für alle Deutschen in Ungarn, als dieser Erddiktar zusammengestellt wurden. Und wir in Hajós haben unseren schwäbischen Dialekt da auch reingenommen. Naja, 2% der Ungarndeutschen sind ja nur echte Schwaben. Ich lese es so gern, wenn man es lesen kann oder hören kann. Nur die Hajóser sind heute noch die echten Schwaben, denn es gab ja nur 6 oder 7 Siedlungen mit schwäbischem Dialekt, aber die Leute sprechen nicht mehr Schwäbisch. In Hajós wird noch Schwäbisch gesprochen. Ich bin auch mit 40 Jahren nach Hause gekommen, den Dialekt fast vergessen und habe mir vorgenommen, wieder die Muttersprache, den Hajóser Dialekt zu erlernen. Und ich habe so viele alte Leute aufgesucht, dass ich fast alle Leute kenne, nur die Jugendlichen nicht. Maria Schön weiß viel Interessantes über die ehemaligen Hajóser Sitten und Tracht. Für ihre ethnografischen Forschungen wurde sie im Juni dieses Jahres auch von der Ethnografischen Gesellschaft ausgezeichnet. Auf dem stimmungsvollen Hof zwischen Sommerküche und Wohngebäude sind die einst benutzten Fahr- und Werkzeuge, auf dem Gang ein alter Sparrherd und ein Holztrog, unter den Bäumen Grabsteine mit gotischer Inschrift zu sehen. Das wertvollste Stück in der vorderen Stube ist eine Wiege aus 1888. Auf die Wiegen malte man zweierlei Symbole. Hexenkreuze oder Sternkreuze. Dessen Geheimnis ist, mit einer Linienführung das Pentagramm zustande zu bringen. Aber daneben in der Mitte das Jesus-Symbol, also ein heidnisches Symbol und ein christliches Symbol sollten die Ruhe des Kindes behüten. Die Hajóser gehörten zu den schwarzen Schwaben, also was die Kleidung betrifft. Es gab auch blaue Schwaben, die waren evangelisch. Also alles samt Seide, Knöpfe, ja, ganz eng genäht. Aber doch, diese Falten sind hier zu sehen. Die hießen Testalo. Aus Ungarisch Testes Allo. Ja, aus diesem Wort. Aber auch schwarz. Mir tut es leid, dass diese Bluse abgegangen ist. Aber manchmal kann man zwei Mädchen oder Frauen doch sehen, die haben solche und tragen sie auch. Zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel am Hajóser Tracht- und Tanztag, ziehen Kinder sowie Ältere diese alten Kleiderstücke stolz an. Am 31. Juli wurde in Hajós bereits zum 6. Mal dieser bunte Musik- und Tanzumzug veranstaltet.